Das Wasserschloss Burgnamedy in der Nähe von Andernach. Hier leben drei Prinzessinnen von Hohenzollern. Anna von Hohenzollern mit Töchterchen Carlotta und ihre Mutter Heide. Nach dem Tod des Vaters stemmen die beiden Frauen die Geschäfte von Burgnamedy. Rund 170 Veranstaltungen pro Jahr finden hier statt. Viel Arbeit, um das Schloss zu erhalten. Aber es gibt auch so ein Foto, das ist... Wir hatten da, guck mal, da haben wir oben noch gefeiert. An Annas Seite ihre Freundinnen aus Schulzeiten. Wichtig für Anna, im letzten Jahr ist ihr Bruder verstorben. Ohne die, also die waren schon beim Tod von meinem Vater für mich da. Auch jetzt letztes Jahr hätte ich, glaube ich, ohne die nicht geschafft. Egal, wie man gerade drauf war, sie waren einfach für einen da. Ihre Freundinnen bewundern Anna für ihre Energie, um Burgnamedy zu erhalten. So was darf man eigentlich nicht aus der Familie geben. Und das lohnt sich dafür, echt zu kämpfen und auch hart zu kämpfen. Und das könnt ihr auf jeden Fall beide. Deine Mama und du sind die härtesten Kämpfer, die ich kenne. Also da geht's immer nur Ärmel hoch und wir machen und tun und es würde heute nie im Leben so aussehen. Mit Annas stressigem Alltag tauschen möchten sie aber nicht. Also ich bin, glaube ich, auch eher bei Nina. Also ich bin auch froh, dass ich es jetzt nicht machen muss oder dass man, wenn man mich googelt, jetzt nicht direkt irgendwie meinen Namen findet und Bilder sieht. Auch bei Familie von Weckel-Westernach im Allgäu zählt man auf enge Freunde. Gerade für Caroline und Max sind Freunde aus Schulzeiten wichtig und die helfen auch mal mit. Ende November steht der historische Weihnachtsmarkt im Hof des Schlosses an. Über 40 Aussteller kommen mit ihrem historischen Kunsthandwerk. Alle Buden baut die adlige Familie auf und auch die Dekoration wird in jedem Jahr neu selbst gemacht. Für die Familie bedeutet das eine Riesenarbeit. Wir hatten in den letzten 19 Jahren also ganz verschiedene Sachen schon. Also letztes Jahr Hirsche, wir hatten schon Engel, wir hatten Nussknacker, wir hatten Schneeflocken, wir hatten was? Kerzen. Reinschauen, Schlitten hatten wir noch. Also wir haben die verschiedensten, und auch nicht immer so aus Holz, immer verschiedene Materialien auch. Letztes Jahr waren es auch so ähnliche, eben aus Holz, die Hirsche. Damit die Familie das Pensum überhaupt bewältigen kann, helfen auch die engsten Freunde, wie Katrin, Schulfreundin von Caroline. Nein, eigentlich nicht. Da habe ich schon dran. Dadurch, dass es hier auch ein Familienbetrieb ist, packe ich einfach mit an, unterstütze, wo es geht, was zeitlich eben dann auch mit reinpasst und alles. Nach 20 Jahren gehörst du auch so ein bisschen mit zur Familie, also von dem her. Künzelsau bei Familie von Stetten hat Tochter Franziska die Geschäftsleitung übernommen. Für sie sind private Momente mit Freunden und Familie eher selten. Hallo! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Franzi! Happy Birthday to you! Zu ihrer Großcousine Literaturwissenschaftlerin Brigitte Pichon Karlau vom Hofe und deren Mann hat Franziska ein enges Verhältnis. Schön, dass du wieder da bist. Sie ist eine wichtige Freundin und private Anlaufstelle für Franziska. Beim abendlichen Festspann werden die Urlaubsvideos gezeigt, gemeinsam mit Franziskas Ehemann Michael. Das seid ihr drübergeflogen. Zeit für gute Freunde. Bei dem Arbeitspensum der Adligen eher selten, aber dafür umso wertvoller.